sage, ich bin falsch angezogen. Da steht da nur mit nacktem Oberkörper. Also. Ja, genau. Hallihallo, liebe Freunde. Willkommen zu einem weiteren Ründchen, die Elder Scrolls Online. Hier aus dem kalten Orsinium. Grüßt euch, Flufo und Vilandra. Warum habe ich meine Runen benutzt? So schlimm ist es nicht. Da habe ich mich wohl verdrückt. Hast du dich verdrückt? Du bist auch neben mir. Nö. Das denkst du nur. Ach so. Okay. Wer weiß, ob ich das überhaupt bin. Genau. Vielleicht ist es auch Manuel Neuer neben mir. Suchen wir Urteil das Bein. Wir gucken ganz eindeutig zu viel Werbung. Ja. Komm den Wasserfall nicht hoch. Was ist denn hier? Hier ist noch ein Schrieb in der Mitte. Warum rennt da einer hinter dir her? Ja, ich soll irgendwie Urkeil das Beil suchen. Oh. Ja, dann gehen wir mal. Oh, warum muss ich jetzt schwimmen? Also ehrlich. Da war das wieder. Der hier vielleicht hier oben? Ich kann ja nicht weiterhelfen. Ich hab den schon gefunden, das weiß ich. Wo war er denn? Ne, ich glaube, hier drin würde er nicht sein, ne? Ich gehe mal schon davon aus, dass der hier irgendwo draußen rumläuft, lungert. Ach so, warte mal, ich glaube, du musst hier rum. Was, wo bist du? Da. War das hier, wo du hier außen rum musstest? Ah. Auf jeden Fall, um Gegner zu finden. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das stimmt. Jetzt bin ich gerade raus aus. Okay. Dann musstest du da oben auf den Stein rauf. Meinst du? Ist es ich nicht. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich da hochkomme. Ich auch nicht. Hat auch nichts zu sagen. Weil hier ist ja der Eingang, hier ist ja so eine. Oder musst du vielleicht doch da rein? Ich kann ja mal reingucken gehen, aber ich glaube nicht. Du musst doch irgendeinen Pfeil haben. Ich kann ja nicht. Nee, ich habe nur ein Gebiet. Nee. Er geht jetzt wieder zurück. In Ordnung. Suchen wir Urteil das Bein. Aber hier geht man vorne raus, ne? Naja, aber so wie ich da durchgehe, sagt er nee, ich hau ab. Hat Angst, ja? Naja. Wo bist denn du hier? Ich bin einfach geradeaus über den Fluss gerannt. Geradeaus über den Fluss? Ah. Wo das jetzt auch immer ist. So, jetzt bin ich im Wasser. Hm. Ich höre dich, aber ich sehe dich nirgendwo. Ich schwimme im Fluss jetzt rum. Müsste man noch irgendwo mal. Ein Riese. Ein Sitzriese. Oh. Hau ich nicht, ey. Da kann ich ja gar nicht drauf. So. Der war es aber auch nicht. Wieso werden das immer mehr hier? Ey, weiß auch nicht. Achso, da läuft auch jemand rum und sucht den. Mit seinem Anhängsel. Hier ist so einer. Nee. Der lag da eben schon. Ja. Kann ja leider nicht mehr helfen. Ja, ich weiß. Helfen. Ich halt schon Kinders Problem. Das ist ein Gegner. Bin ich wieder raus aus dem Gebiet. Wo ist denn der? Das hat ja noch nie gehabt, dass hier kein Pfeil da mal irgendwann. Geht ja gut los hier. Na komm. Ein bisschen Verwirrung muss man schon stiften. Ja. Ich bin alt, ich bin ungeduldig. Wieder raus in dem Gebiet. Wir sind vom Weg abgekommen. Ja, super. Ich gehe zurück zu den Chateau. In Ordnung. Suchen wir Urteil das Beil. Vielleicht doch
da durchgehen? Ich probiere es gleich mal aus. Oh Mensch, dich habe ich doch schon mal umgebracht. Warum kommst du schon wieder? Das ist doch ein bisschen nervig. Dann gehen wir da jetzt durch. Ich glaube, wir sind vom Weg abgekommen. Ja, sind wir. Zurück zu den Schatullen. Hm? Ja, jetzt schreit er wieder rum. Ich glaube, wir sind vom Weg abgekommen. Hier geht's aber ziemlich tief runter. Ja, da sollte man vielleicht nicht runterspringen. Nein. Oh, mal gucken. Hier ist eine Kassette, eine Truhe. Ach, Dietrich, toll. Keine Gegner. Ich komme hier nicht durch. Ich auch nicht. Okay, dann passt das wohl nicht. Gut. Ja, muss doch hier irgendwo sein, ey. Ach, das ist die Arena, wo du drinnen kämpfst. Ah, okay. Ja, jetzt kommt's wieder. Ruhe. So weit bist du, glaube ich, noch nicht, ne? Nee. In Ordnung. Suchen wir Urkeil das Muss ich ihn vielleicht mal einquatschen hier? Manche Fährtenleser bemerken jeden umgeknickten Zweig. Ich kann schon von Glück reden, wenn ich einen umgeknickten Baum bemerke. Die Wahrheit soll ich für euch aus dem Kodex. Jemand, dessen Taten viel Anwärter für den Rang des Häuptlings hier mal durch. Die Wahrheit ist, dass alle Angst. Ja, aber echt merkwürdig, weil ich bin jetzt schon. Irgendwo musstest du dahinter lang laufen. Wir sind vom Weg abgekommen. Ich gehe zurück zu den Schatulen. Ja, wie sagst du, wieder vom Weg abgekommen? Bin ich immer noch in deinem Kreis, wenn ich hier stehe? Nein, ist raus. Ich glaube, wir sind vom Weg abgekommen. Ja. Ich gehe zurück zu den Schatulen. In Ordnung. Suchen wir Urkeil das Beil. Was suchst du genau? Urkeil das Beil. Okay. Vielleicht um die Fährte des Riesen aufzuspüren. Ah. Deshalb, das ist ein Riese. Meine ich. Deshalb, ich habe mir überlegt, ob es ein Urge ist oder ein Riese. Naja, da muss man auch erstmal. Jetzt habe ich dich komplett aus den Augen verloren. Manche Fährtenleser bemerken, die meinen. Ja, ich würde gerne. Hä? Jetzt habe ich hier, aber ich kann nicht nehmen, oder was? Was nicht nehmen? Verborgen, so. Wo muss ich jetzt hin? Ja, genau da, wo du. Okay. Also hier habe ich jetzt einen Questmarker. Aber ich kann da nichts machen an dem Questmarker. Manche Fährten nicht. Die meisten die Wahrheit. Kriegt das hier nur schnell durch. Sie wird, wir gehen dort. Bin ich jetzt noch irgendwo anders? Ich würde ja auch die Quest abbrechen, vielleicht nochmal neu starte.
Alter, ich habe hier definitiv einen Questmarker. Tötet Urkeil das Beil. Das ist ein Ogre. Ein bisschen komisch. Ja, das ist echt komisch. Ah, hier ist auch noch. Riese. Hier ist ein Riese, aber... Weiß nicht, ob der das ist. Ja, deswegen. Der war es definitiv nicht. Mir jetzt auch nicht vorstellen. Nö. Hier drüben ist auch noch ein Busch. Hier geht's auch weiter. Du musst dem Busch folgen. Oder was? Sieht fast so aus. Ich weiß ja nicht, wo es weitergeht. Ach, da hinten. Da? Ah, ich glaube, ich sehe ihn da hinten schon. Nee. Hier? Das ist der hier? Der Ogre? Unter mir? Weiß ich nicht, weil ich habe jetzt hier gerade... Warte mal, hier lang? Ich meine, du kommst jetzt gleich hier zu dem Ogre. Ich meine, der war das. Der hier untersteht, ne? Lass rein. Ich guck einfach mal rum, wie er heißt. Vielleicht hat er ja einen Namen. Da steht nur Ogre. Ah, toll, Eisgeister, ey. Bist du vielleicht? Nee. Nee, müssen wir nach oben hingehen. Hey. So, hier ist. Und da drüben. Hier drüben sitzt noch ein Riese. Ist er das vielleicht? Nein, ich habe hier noch habe ich Wegmarkierung. Achso, dann. Auf den meint er ja. Ja, ich muss aber die nächste wieder finden. Oder. Oder geht das ab hier los und ich muss mich dann zur anderen Seite? Weil hier bin ich fast aus dem Kreis raus. Also wenn der das nicht ist. Nein, ich glaube eher nicht. Nein. Dann war es die andere Richtung. Mann, ist das nervig. Kann mich irgendwie daran erinnern und ich weiß auch, ich bin da auch genauso bescheuert rumgerannt. Hier. Da. So, wo geht's jetzt weiter? Ey. Ist das nervig? Ach, da. Richtung Wasser. So. Dann hier rüber. War ja hier eine Markierung, ne? Genau. Muss ich die nächste finden. Da drüben was? Nee. Oben was? Ey, das ist aber echt eine ätzende Quest. Ah, hier ist noch eine Markierung. Dann ist hier noch eine Markierung.
ich jetzt hier weiter? Hier ist noch eine Markierung. Ist das die Fährte? Nein, entschuldigt bitte. Nur ein bisschen geschmolzener Schnee. Mhm. Jetzt führt mir das Ganze auch wieder zurück. Hä? War das doch die andere Richtung? Ich bin echt... Ja, hier bin ich jetzt außerhalb. Na, wo doch die andere Richtung, die richtige. Oh. Haben wir uns verlaufen? Es fühlt sich so an, als hätten wir uns verlaufen. Ich folge einfach euch, wisst ihr? Hier lang. Da. Soll ich besser still sein? Ich will euch ja nicht beim Fährtenlesen stören. Ich bin ja schon ruhig. Ist noch. Ist das die Fährte? Das ist. Nein, entschuldigt bitte. Nur ein bisschen geschmolzener Schnee. So, hier ist jetzt noch ein und da war ich das beim letzten Mal. Ja, jetzt sehe ich aber auch nicht mehr. Oder kommt das hier oben lang? Ich weiß es echt nicht. Nur raus. Aus dem Gebiet. Ich habe keine Idee, echt nicht. Also da drüben sind noch Wiesen. Ja, aber es ist keine, wo eine Spur hinführt. Ich hab den Namen schon wieder vergessen. Urkeil. Hier ist noch. Hier ist auch noch was. Hier drüben geht's auch noch rüber. Hier war ich. Riese, toll, aber nicht Urkeil. Ich glaube, ich bin zu dämlich dazu. Nee, ich glaube nicht. Wie geht der irgendwann? Achso, weil die Ausdauer runter ist. Deswegen. Dann zwei Oger. Quest machen, es geht ja gar nicht.
Komm, lass eine andere Quest machen, ey. Oh, blöder Eisgeist hier, ey. Echt jetzt? Was? Abgeschlossen? Schleicht? Ah ja. Moment. Tötet Urkai das Oger? Ach, da ist er. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Kommst du mal schnell zu mir? Ich hab ihn. Oh, hast du ein paar Freunde mitgebracht? Ja, ich dachte, wir brauchen noch ein bisschen mehr Spaß. Oh. Der ist jetzt die ganze Zeit da schon gestanden? Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob der jetzt gespawnt ist. Wir waren doch hier schon mehrfach. Ja. Hä? So, wo muss ich jetzt hin zurückkehren? Dahin muss ich zurückkehren. Kerzen. Zählt vom Häuptling. Meine Fräse. Also ich habe mir schon öfters mein dämlich angestellt, aber das war echt. Nee, achso, ich dachte, das wäre. Wie weit denn noch? Nee. Sarah! Hör zu, wir wissen beide, dass ihr es war, der den Häuptling gerecht hat. Ich bin froh, dass ich zumindest ein paar gute Treffer landen konnte. Ich werde es Yasara erzählen, sobald sie zurück ist. Ihr habt die Anerkennung verdient. Wird das für Ärger sorgen, wenn ihr den Häuptling werden wollt? Das liegt in den Händen des Clans. Ich tue all dies nur, weil die Chatul einen Häuptling brauchen. Ich kann nicht gerade sagen, dass ich Spaß daran habe, meine Ansprüche zu erheben, wenn in der Zwischenzeit dort drüben in diesem Zelt mein Freund verreckt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt wieder Häuptling werden will. Augenblick, ihr wart schon einmal Häuptling? Häuptling wovon? Einem kleinen Clan. Wir ließen die Chatul in den Sommern in der Festung lagern. Im Gegenzug erhielten wir die besten Stücke der Echatere. Häuptling Oxor wollte dieses Band stärken, indem er seine Tochter wegverheiratete. Was meint ihr? Ushuka sollte mein Jagdweib werden, doch dazu kam es dann nicht. Was meint ihr? Ushuka weigerte sich, wie ein gutes Stück vom Echatere eingetauscht zu werden. Sie ging lieber in die Verbannung, als mich zu heiraten. Einen Monat später löschten Räuber aus dem Reik meinen ganzen Clan aus. Häuptling Oxor nahm mich auf. Was ist mit Ushuka geschehen? Ich weiß es nicht. Die Chatul versuchen nicht, über ihre Verbannten zu sprechen. Häuptling Oxor hat verboten, dass jemand über sie spricht. Ich glaube, er gab sich selbst die Schuld, sie vertrieben zu haben. Nachdem ihre Mutter gestorben war, lagen Ushuka und... Was machst du da? Oh, Entschuldigung! Hör zu. Ushuka weigert. Ich klick das einfach mal durch. Ich habe immer respektiert, wie Ushuka sich behauptet hat. Und ich war nicht versessen auf diese Lüge. Ich damit schon wieder ich kannte sie schon, seit sie ein Kind war. Und da sollte ich den Wechsel von Onkel Laurik zu Gatte vollziehen? Wir nennen sowas Beschäftigung. Die Mutter von Häuptling Oxor. Ich klicke das einfach mal schnell durch. So. Okay, abgeschlossen. Sarah, schaut mal, das habe ich Urkal dem Beil abgeschnitten. Mein Freund hier hat ihm den Todesstoß versetzt. Laurik. Warum zeigt ihr es nicht den anderen? Ein kluger Rat, wie immer. Tretet näher. Ja, wir sind ja schon da. Reden. So. Ihr habt meinen Sohn gerecht. Naja, ich bin ganz Ohr. Clan Chatul überlegt. Ulgisch ist nach Osin. Die Chatul brauchen einen. Ich hab ihn hintertrieben. Ja.
Okay, so. Jetzt muss ich Ulgesh finden. Wen? Ulgesh. Ach, der ist hier gleich. Nicht weit von hier. Da ist er. Ups. Ui. So. Dann, ja, überreden. Was werdet ihr was? Irgendwie, achso, aufwecken. Puff. Das war gegen den Sch- So, und jetzt? Was soll ich finden? Ah, es ist weiße Schrift auf weißem Untergrund zu lesen. Führt ein. Irgendwo soll ich. Irgendwas soll ich führen? Moment. Schneetrüffel. Schneetrüffel. Trüffel. Fragt sie nun, wo hier einer ist. Hm? Was war hier? Achso, Fackelkäfer. Umpf, achso. Hallo? Der Kreis ist doch nicht groß. Ein Trüffelfeld. Das. Ah, jetzt kühlt er. Und jetzt? Auf diesem Feld gibt es nichts. Okay. Ist das jetzt irgendwie größer geworden? Da ist noch eins. Muss er fressen? Die Mönche von Nusgenare setzen ein uraltes dätrisches Artefakt zu Heilungszwecken ein. Wie können die Viriansu es und wagen, sie bei eben, da ist das nächste. Oh, diese Suchen, weil. Ja, das ist ja sowieso recht heftig in Aussicht. Mhm. So, wo ist jetzt das nächste? Achso, da war fressen. Aber ich mag es. Hm. Ach da. Na, jetzt komm her hier, wie ein Jella. Ich denke mal, wir müssen zur Siedlung zurückbringen. So schneller. Vor diese weißen Pfeile auf dem Schnee, die sieht man auch so gut. Wieder in die Richtung. Ach, da. Benutzt deine Nase, Trippler. Wo muss ich jetzt hin? Na, kurz, als der Riese hier schon tot ist. Und Flupp, er lebt wieder, ne? Ja, genau. Spawned.
sind aber schon lang gelaufen, kann das sein? Wie macht mir das heute wahnsinnig? Ich kann mir nicht helfen. Heute macht mir das echt wahnsinnig. Ich hoffe, ich das hier fertig habe. Spielen wir irgendwie einen Dungeon oder irgendwas. Jetzt die nächsten Felder wieder. Ja. Zurückkehren. Boah, ist das leise. Der Typ. Halt. Wo muss ich hin? Und dann, ich werde eure Hilfe nicht vergessen. Ich glaube, er hat eine. Ich glaube, dass er sehr leise ist. Der Ton. Mal gucken. Habt ihr Olgesch gefunden? Ja. Ja, er wollte, dass ich euch diesen Schneetrüffel bringe. Gut, gebt ihn her. Olgesch hat meine Prüfung bestanden. Um mit Tripler fertig zu werden, brauchte man schon immer zwei Leute. Dass Olgesch euch mit dem Schneetrüffel zurückschicken konnte, verrät mir, dass er gelernt hat, sein Temperament zu zügeln. Das ergibt Sinn. Was nun? Laurik und Olgesch sind die einzigen offenkundigen Anwärter auf den Rang des Häuptlings. Sie müssen die Blutkuppe betreten und sich unter dem strengen Blick Malakats duellieren. Wer lebend herauskommt, wird der neue Häuptling der Shatul. Ah, ich verstehe. Es klingt, als ob die Sorge von Shatul bald vorüber wäre. Ich habe nicht vergessen, was ihr für uns getan habt. Im Namen ja. Von Shatul Gesh, das war die Lieblingsspeise. Ich frage einfach mal kurz hier, Zuschauer, soll ich lieber schnell durchklicken oder die Geschichte durchspielen oder vorlesen lassen? Weiß ja nicht, wie ihr das so seht. Hier drüben. Ach, hier drüben. Wir müssen drin? Reden. Ah. Einmal ums Zelt rum. Unter dem Helm von Ulgesch heraus betrachtet, saht ihr völlig an. Eine befreundete ja, als der wahre Laurik ist ein guter Ich. Das Herz von wart ihr schon mal in Aus. Manche werden. Ich glaube, diese Malak. Jetzt mache ich mich zu. Sagt ihr die. Okay, so. Im nächsten sprechen. Ich hoffe, ich überlese nichts Wichtiges. Mein Sohn, Häuptling Orgzor, ist tot. Laurik wartet bei der Blutkuppe. Ist Olgesch auf dem Weg? Shulka ist gerade auf dem Weg zur Blutkuppe. Was?
Ushruka wurde aus Shatul verbannt. Ich würde sie nie als Anwärterin zum Häuptling schulen. Ja. Sie, ein Häuptling, der seinen... Nehmt diese Ritualklinge. Ja, ich kann das machen. Wenn die Klinge versagt. So. Dann da jetzt rein. Jetzt muss ich kämpfen. Oh, dass ich ihn kriege. Guck mal, ob ich das als Tank schnell genug hinkriege. Das ist schon wieder Kampfmusik hinter mir. Ja. So. Aber ich bin drin, ich bin drin, ich bin drin. So, ist keine Ausdauer. Verschwinden. Denn die brauche ich gleich. Hier rüber gemusst. Okay. Oh no. Ja, ich eine Questfeier habe deswegen. Aber. Ah! Versteckt euch, bevor die Dualenten dann kommen. Ja, dann verstecken wir uns einfach mal. Wo kommen sie denn? Ja, kommen die denn? Auch ein anderes. Achso, wahrscheinlich müssen sie mich hier bei den Questmarkern verstecken. Versteck benutzen. Hm, toll. Super. Wie, jetzt darf ich hier nicht anfeuern? Ushruka, ihr müsst gehen. Wenn Ulgesh euch sieht, tötet er euch. Ulgesh ist in Orsinium. Er verkaufte mir seine Rüstung, bevor ich nach Shatul kam. Ich weiß nicht, was du siehst, aber ich sehe gar nichts. Was habt ihr getan? Ich höre Stimmen. Muss überleben. Haltet euch nicht zurück, Laurik. Malakat bevorzuge den Sieg. Mhm. Wohl, Kleines. Recht mit. Ach, wieder raus. Naja, super. Das war ja. Ich dachte, das könnte ich. Tot. Sehr schön. Tschüss zum Wegschreien. Ah, ist hier vorne. Ja, der ist ja gleich hier. Ich wollte schon immer da mal runterspringen. Also, war es sehr tief? Ja. Aber man kommt dann wieder vorne am Wegschrein raus. Achso, wir brauchen nicht durch die Tür gehen, meinst du? Genau. Nee, stimmt nicht. Man muss schon durch die Tür. Aber man kommt dann gleich vorne wieder. Wie von Geisteshand? Ihr seid zurückgekehrt. Ich verstehe. Unser Clan wird glauben, dass man. Yay, jetzt habe ich noch einen Questfall. Das ist nicht gerecht. Eine Frage der Nachfolge. Ihr alleine seid von der Blutkuppe zurück. Dann haben wir jetzt also einen neuen Urkeil, das Beil mag mir den Ich bin nicht länger das. Versucht es in die Shatul ziehen. Ich weiß es nicht. Gefangt so. Euren Clan. Shatul, ich präsentiere euch euren neuen Häuptling. Häuptling Oxor. Ja, ein paar Leute sprechen. Obwohl Ushruka durch meine Hand in der Blutkuppe fiel, schwöre ich, wie ihr Vater zu führen. Da. Beziehungsweise. Ein paar Sachen finden. Dass wir mal irgendwann auf das gleiche Level kommen. Ich suche das Riesenlager. Wollen wir die mal schnell wegmachen? Ja, dann kann ich etwas leichter durchsuchen. Ist die Truhe da? Siehst du die auch? Mhm. Okay, dann ist das also nicht das, was ich durchsuchen muss. Ach da. Eine vergiftete Jagdklinge. So.
Ne, jetzt muss ich wieder in die Richtung. Da. Ihr seid der, der Trippler geholfen hat, nee, den Schneetrüffel zu. Genau, der bin ich. Und hier wieder in die Richtung. Das ist ein Hin- und Hergerinne. Ich hätte an der Seite meines Gatten. Oh, das ist sein Schwert. Ja. Ihr habt das Predigt. Wir sind ein. Ach, das. Nun, ich. Ach. Okay. Noch irgendwas zu looten? Nein, nur zu stehlen. In die Richtung. Aber es tut man Geld, um Champions-Punkte zu kriegen. Also, ich wusste. Versteht ihr? Die Beweise reichen aus, um. Ich. Ihr habt recht. So, um Drogesh widersprechen. Weiter aus, kann das sein? Oh ja, das ist eine ganze Ecke weiter.